Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Wir haben in der letzten Folge, waren im Gefängnis, aber Gott sei Dank wurden wir befreit durch unsere Freundin, die liebe Annie. Und wir lesen jetzt mal diesen Zeitsautomat. Ja. Studenten entdecken Riesengesicht auf dem Mars. Wow. So, jetzt kaufen wir uns eine Fahrkarte. Und fliegen ins Bermuda-Dreieck. Ab geht's. Jawohl, Doppeldecker. Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Man weiß nie, was einen erwartet. Deswegen gab ich dir einen Fallschirm. Hey, ich weiß einen guten Witz. Hast du schon von unserem Basketball für kleine Leute gehört? Das Team heißt Bermuda Shorts. Ja, der war. Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Was nun, stürzen wir ab? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Alles verschwimmt. Das Wasser schimmert so seltsam. Ui, 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 ui. Ah. Ein Raumschiff. Das haben sie schön gemacht. Das gefällt mir. Auf die Idee muss man erstmal kommen. So, jetzt. Ich hasse, wenn das passiert. Wie war nochmal die Kombination? So, und die müssen wir uns jetzt aufschreiben. Oh ja. Aha. Rot. Blau. Rot. Kommst du oder bleibst du? Wir bleiben natürlich, weil wir wollen ja zum King. Reporter wird zum Weltraumkadetten in einem Weltraum-Cadillac. Nunu. So, wir drücken natürlich erstmal die Klingel. Wir drücken die Knopf. Jawohl. Jemand da? Ein Gefangener! Folge mir zum King! Oh King! Hier habe ich einen Gefangenen! Hoppala! Oh! Nun, was tun wir mit dem Kerl? Soll er den Meter aufschneiden, vor uns Raumschiff abputzen? So, jetzt kann man nicht lesen. Nee, jetzt muss ich auch mal. Brauchen jetzt diese Fankarte. Gib. Gib. Fanclubkarte zu. King. Ah. Dann muss man sich beeilen, sonst kommen wir. Bleib doch mal stehen. Fan! Das hab ich nicht gewusst. Mein Kumpel zeigt dir den Weg nach Hause. Komm wieder, wenn du Zeit hast, okay? Komm mit!
Diese Sequenz bringt dich nach Hause. Ja, die brauchen wir uns nicht merken. Bis bald. So, wir wollen jetzt ja noch zum Lottomat. Ja, denn wir wollten ja uns... Genau, Lies, Lottomaten, die schreiben uns auf die Zahl. 6317. 6317. Müssen wir uns merken. Wir lesen nochmal. So, Kontrolle. Oh, das ist doch. Lies. Oh, habe ich hingeguckt. Mensch, schau mal. Jetzt. 6317. Jawohl, Hammer. So, und jetzt verlassen wir das Raumschiff mit unserem Code, den wir beim Piloten abgeguckt haben. Drücke. Also gelb. Drücke rot. Drücke blau. Und drücke rot. Und jetzt? Hä? Machen wir nochmal. Also gelb. Drücke rot. Drücke blau. Oh. So, drücke nochmal. Gelb. Drücke rot. Drücke blau. Und drücke. Oh, zu langsam wieder. Verdammte Kacke. Drücke gelb. Drücke rot. Drücke blau. Drücke rot. Jetzt hat's geklappt. Und jetzt müssen wir schnell Fallschirm benutzen. Oh! So, okay. Und wir fallen dann natürlich ins Wasser. Aber wir hatten ja aus dem Flugzeug dieses Sitzkissen mitgenommen und das können wir als Schwimmhilfe nehmen. Ja. Haha. Uff. Bin ich froh, dass ich das Sitzkissen habe. Damit halte ich erst eine Stunde aus. So, und jetzt, das weiß ich noch, rufen wir uns den Delfin, indem wir die Tröte benutzen.
Nutze Tröte. Jetzt müsste der Delfin kommen. Genau. Und jetzt werde ich auch mal speichern. Okay. So, und jetzt müssen wir benutzen wir den blauen Kristall. Benutze blauer Kristall auf Delfin. So. In diesem Moment im Geheimzimmer. Es ist passiert! Es ist passiert! Was ist passiert? Ein Teil des Geräts wurde entdeckt und ausprobiert. Wir müssen das Artefakt sofort finden. Jawohl, sofort! Halt! Meine Verkleidung! Mensch, meine Verkleidung? Oh, fast vergessen! Mein Hut, meine Nasenbrille. Wie sehe ich aus? Hässlich. Genau wie ein Adling. Gut, bis bald. Ich glaube, jetzt werde ich nochmal speichern. Speichern. So, und jetzt sind wir schwimmen zu. Ah, jetzt, ja. Schwimme zur Tiefsee. Genau. Wir schwimmen zur Tiefsee. Untersuche Plattform. Lies Plattform. Können wir was machen hier? Drücke Plattform. Nimm Seetang. Schwimmen! Wach auf!
Ich glaube, das machen wir noch mal. Schwimmen zur Tiefsee. Na du Fremder, hier wollen wir die scheiß Tiefsee. Und wir schwimmen. Nach rechts. Und dann Seetang. Genau, das haben wir. Das kann ich ja an der Plattform machen, gar nicht. Schwimmen! Schwimmen! Wach auf! Oh, oh, wo hast du das Artefakt her? Du willst nicht reden? Selbst schuld? Nein, nein! Warte! Oh, deine! Danke für die Artefakte! Bis bald! Ich halte den Lärm nicht mehr aus. Es ist vorbei. Ich verliere den Verstand. Lustiger Boulevardreporter von Weltraumwesen entführt. Nee. Lustiger Bulettenportier von Traumwesen verführt. Lustig. Traum aufhört. Das kann ich nicht mal lesen. Der Gefangene sollte inzwischen den Verstand verloren haben, genau wie ich. Sie dürfen jetzt gehen. So, jetzt haben wir aber nicht mehr unsere Artefakte. Mir geht schon wieder besser. So, hier mal rein hier. Denn wir kommen in diesen Raum rein, indem wir bei uns, wir hatten doch diese losen Bretter im Schlafzimmer. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel benutze Schraubenschlüssel auf lose Blätter. Jawohl. Und schon haben wir ja den Zugang zu unserer zu unserem Keller. Und wir werden jetzt erstmal erstmal unseren Hut benutzen. Ich komme nicht ran. Was ist?
Hä? Ach so, anziehen. Hut und die Brille. Und jetzt gehen wir mal runter. Ah! Ups. Au! Was war das? Ein Eindringling! Ich dachte, du warst ein Eindringling. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Das ist natürlich gut. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Das wollte ich mal gerne durchlesen hier. Das geht nicht. Indiana Jones. Jedenfalls. So, wir brauchen erstmal unsere Sachen wieder. Und die haben wir jetzt wieder. Sind ja in diesem Schrank drin. Öffne. Jawohl, hier ist der Kram von mir. Na, haben wir jetzt? Jetzt können wir eigentlich hier rausgehen, oder? Dumm-di-dumm-di-dumm! Öffnen wir die Tür. Bis bald! Genau. Jetzt setzen wir erstmal Hut ab. Nimm ab, Hut. Nimm ab. Nasenbrille. So. Jetzt müssen wir den laden. Und spielen Lotto. Und dann bekommen wir richtig schön Kohle. Also rein hier. Na da, hier. So. Jetzt, zeigen Sie mir, was Sie wollen. Kaufe. Lotto. Ich würde gerne Freunde kaufen. Lotteritos. Kommen Sie hier rüber. Das macht 10 Dollar, bitte. Hier ist meine Cashkarte. Danke! Hier und viel Glück! So, und jetzt gebt mal die Lottozahl ein. Wir haben die 6, die 3, die 1 und die 7. Hoffentlich gewinne ich! Und sie hat jetzt hier wieder und ich sage ihnen, ob sie gewonnen haben. Danke. So, das ist doch schon mal gut gelaufen. Jetzt haben wir das. Und jetzt müssten wir eigentlich... Ich glaube, wieder zum Flughafen. Na, die Annie ist ja immer noch in Kathmandu. Und wir stellen jetzt hin und benutzen die Tröte. Oh, sie sind's wieder. Alles einsteigen.
Also gut, los geht's. Und da sind wir wieder am... Jetzt will ich mal hier lesen, ob wir hier ein anderes haben noch. Zweiköpfiges Eichhörnchen auf Amoklauf im Nordwesten. Ja. Gucken mal, ob wir hier... Lima. Wir fliegen mal nach Lima. Na so nicht, sondern... Und ab geht's. Und ab nach Lima. Einen angenehmen Flug später. Und schon sind wir in Lima. Und hier möchte ich mich für heute auch verabschieden. Und wir machen das nächste Mal weiter mit Zack McCracken in Lima. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und vor allen Dingen verpasst nicht die nächsten Folgen. Es wird noch viel spannender, kann ich euch verraten. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.